Hallo und herzlich willkommen hier zu Super Mega Baseball Extra Innings mit mir, dem Ingo Viva, zu einem kleinen Angespielt. Ich werde es mir das Spiel erstmal angucken, klar, darum auch angespielt, und dann werde ich dann mal schauen, wenn es mir Spaß macht, vielleicht dann auch ein paar Folgen so raushauen, natürlich auch, wenn es euch gefällt. So, das Spiel ist halt ein Baseballspiel, ja, wie man schon sieht, aber halt kindgerecht sozusagen gemacht. Und wir wollen einfach nur Exhibition. Wir wählen jetzt unser Team aus, ja. Home Team? Ja, Home Team, genau. So, wen nehmen wir denn eigentlich jetzt mal hier? Power Hitters, Defense Specialists, Contact Specialist, High Speed, Crocodile, Moose. Wir nehmen die Moose, genau. Und spielen gegen die Crocodiles, oder? Das hört sich ja gut an. Und ready, next. So, Applefield, das lassen wir. Innings, machen wir mal 7 Stück. Machen wir mal low, weil ich weiß halt nicht, wie das Spiel funktioniert. Also ich muss mir das mal angucken. Okay, Lineup is looking good. Ready to play. Natürlich ready to play. Und ich habe das Spiel bei Steam gesehen. Das kostet 19 Euro noch was. Ist natürlich jetzt kein wenig Geld, ja. Und darum bin ich auch mal gespannt. Aber es war sehr positiv bewertet. Da dachte ich mir, holst es dir einfach mal, schaust es dir mal an und guckst du mal, ob das wirklich so toll ist. So, Play Ball. Boah, es ist laut, Alter. Hoffentlich ist es auch gut, wenn ich das nochmal machen. So, also wir sind jetzt der Pitcher und wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, so wie es ausschaut. Ein Four-Seam Fastball, ein Two-Seam Fastball, ein Screwball, ein Change-Up, ein Forkball, ein Curve, ein Slider und ein Cut-Fastball. Jetzt müssen wir natürlich entscheiden, was nehmen wir? Wir nehmen einfach mal einen Slider, komm. Den machen wir jetzt so und jetzt müssen wir gucken, wie geht das? Oh, Foulball! Nochmal Glück gehabt, oder? Nein! Ach so, war das dahinter im Base. Genau, das sind ja die Baseball-Regeln. Alter, das ist laut, warte mal. Time out! Ich muss mal ganz kurz mir mal das Audio nochmal angucken. Ey, das ist ja viel zu laut. Boah, hoffentlich, also hoffentlich ist das auch jetzt nicht wieder zu leise. Mann, trotzdem. So. So. So, Playball. So, wir haben natürlich jetzt einen auf zwei Spähen. Der, Spähen, sag ich schon. Der hat natürlich jetzt nicht... Strike one! Okay, wir suchen uns aber jetzt aber einen Forkball. Der geht so. Okay, bleib. Komm. Ah, schade, safe. Okay. Nächste Schläge, eine Dame. Aber wir spielen mit Damen und Frauen gemischt. Okay. Gut, was nehmen wir denn jetzt denn mal? Nehmen wir den Forkball? Nee, ach komm, nehmen wir mal den schnellen Ball. Ist das nice gemacht. Den Screwball. Strike 2. Und sie schwitzt schon. Oh, guck mal. Die hat Angst. Oh, sie hat Angst. Sie hat richtig Angst. Nehmen wir mal den Change-Up. Den verwirrt immer Leute. Nein! Fuck, die haben 1-0. Schade. Safe. Natürlich ist das Spiel für, muss man halt, sagen wir mal, Baseball so ein bisschen mögen, ja. Dann geht das. Und dadurch, dass ich ja Baseball doch eigentlich ziemlich nice finde. 79 mph. So schön. Slider. Strike 2. Komm, jetzt machen wir jetzt Strikeout. Out. Okay, alles bleibt gleich. Gut. Wie viel haben wir denn überhaupt? Wir haben... Wo steht das eigentlich? Strikes, Balls. 2 aus haben wir, okay. Achso, das ist die Zone, wird ja kurz erklärt. It's Drake! So, mal eins werfen. Aus und zack. So, jetzt sind wir mit Schlagen dran. Jetzt bin ich mal gespannt. Alter, das ist laut. Okay. Jo, renn. Ah, schade.
Erstes aus. Nein! Schade. Okay. Ah, zu früh. Scheiße. Vorball. Vorball. Nein, jetzt komm, bitte. Schade. Gut, Innings wieder vorbei. Es steht 1:0 für die Krokodanz, heißen die. Ja, ich habe keinen, leider nichts. Stimmt. Okay, gut, eine gute Gesundheit. Foulball. Okay. Foulball. Foulball, soll es halt schon zwei Strikes, weil es zählt als Strike. Und jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Dann machen wir ein Change-Up. Ihr habt leider nicht gesehen, was ich jetzt gemacht habe. Ja, ich habe so ein kleines Fingerchen gezeigt. Playball. Machen wir mal ein Screwball. Ja, Fourball, sehr schön. Das ist okay. Das kann man ruhig machen. Und eine 1 und zack aus. Sehr schön. So, jetzt kommt Lady. Wie heißt sie denn überhaupt? Steht überhaupt kein Name. Schade. Okay, was nehmen wir denn dann? Erstmal ein Two-Seamer. Jetzt sind wir schön in die Mitte rein. That's fair. Komm, 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 komm. Out! Yeah! Geht doch! Okay, ich bin wieder mit Schlagen dran. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen hier. Ja, geht doch! Okay, zack, eine 1. 1 ist schon mal gut. Da bleiben wir. Okay, auf 1 haben wir einen jetzt. Schade. Foulball. That's right. Zu früh. Foulball. Oh, der wirft, der macht scheiß Dinger. Schon wieder. Ist aus. Schade. Oh, jetzt eine Dame. Komm, die Dame kann doch was. Die Dame kann wirklich was. Ja! Das war knapp. Okay, 3-2 besetzt. Und ein Punkt, 1-1. Sehr schönes Ding. Okay. Und bloß bei 1 bleiben, genau. So, jetzt. Und! Nein! Fourball. Ah, wäre fast ein Home Run geworden. Ja, Fourball. Sehr schönes Ding. 2-1 besetzt. Also das Spiel gefällt mir bis jetzt. Also wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt davon, schreibt es mir in die Kommentare. Schade. Schwitzt. Ja, was macht er für Bälle denn hier? Schade. Und die Animation, die sind schon gut gemacht, muss ich sagen. So. Schade. Habe ich leider nicht gut genug. Den hat mein kleiner Freund. Sehr schön. Ein aus, einer auf 3. Machen wir mal so einen Ball. Miss it. Trotzdem aus. Sehr schön. Wenn man die, ich müsste jetzt die Regeln erklären, aber ich will einfach jetzt nur zocken eigentlich. Wieder so ein Ball.
Drin ist aus. Sehr schön. Okay, es steht 2-1 für mich. Für die Moose. Okay, Banden ist mit B. Okay. Dan. Fogo. Nein. Schade. Auch schon aus? Okay. Jetzt komm. That's right. Das mache ich immer zu früh. That's right. Was? Na, ah, der war gut. Sehr schön. Ab nach 1. Ein aus haben wir. Oder? Ja, noch einen aus haben wir. Nein, ihr macht einen Double Play. Nein. Oh, schade. Okay. Erstmal eine Kimme jucken, genau. Komm, tu sie mal. Strike 2. Und jetzt machen wir noch einen Change-Up hinterher. Oh, du bist aus, meine Dame. Du bist aus. Du bist weg. So, was geben wir ihm denn mal an? Curveball. Mach den Home Run! Schade. Okay, 2-2. Und... Ah, safe. Schade. Okay. Das gibt's doch nicht! Ab nach 3. Schade. 3-2 steht es schon. Schade, schade, schade. Forkball. Vier, zwei. Boah, jetzt holen die aber gut dick auf, ey. Aus. Ah, schade. 4-2. Muss mir besser schlagen. Very early, ja, das stimmt. Alter, was macht der für Dinger? What? Okay. That's a strike. Einmal getroffen, aber es bringt mir auch nichts. Ein Home Run! Mein erster Home Run und gleich ein Erfolg freigeschaltet. Sehr schönes Ding, ey. Perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, steht 4-3, mein Lieber. Erstmal der Frau gegen die Brüste geschossen. Okay. Der sieht aus wie Dingsy Abram von Walking Dead. Ah, nein. Schade. Ja, ihr seid dran. Ihr seid, ja, das kenne ich doch jetzt alles. X. Ach, wir jetzt irgendwas oder was? Das möchte ich aber nicht. Ich möchte mir selber noch auswählen, was ich hier mache. Oh. Screwball. Oh, der ist wild aufschlagen. Dann setzen wir ihm mal schön ein Change-Up. Ist out! Ja! Du bist out! Und ein Slider. Strike 2! Jetzt ein Screwball. Okay, den müssen wir... Und ist auch aus. So, jetzt fehlt nur noch diese Dame, die nette Dame, die wir jetzt ausmachen müssen.
Strike. Strike 2. Machen wir schön 2-Seamer. Vor allem 4-Seamer. Zack. Und was nehmen wir denn noch? Ein Screwball, komm. Aus inside. Oh, Ball. Ball. Ja, doch, Ball. Ball. Okay, komm. Lauf hin. Geil, wie das so ist, ey. Okay. Ach so. Ne, machen wir lieber so. Das war auch ein Aus. Schade. Ah, da kann man also noch Schwung holen sozusagen. Ah, guck. Safe, Gott sei Dank. Ah, okay, da muss man also im richtigen Moment... Der ist vorbeigeflogen, oder? Ja. Es gab jetzt keinen Punkt. Doch 4-4. Okay. Nochmal Glück gehabt. Okay. So, du bist jetzt mein Mann. Du bist mein Mann. I was inside. Fuck off. Das ist die Power, die ich aufladen kann. Vorball. Jetzt komm, Alter. Da muss ich jetzt... Ja! Geht doch. So, jetzt muss bei 2 stehen bleiben, bei 1 stehen bleiben. Perfekt. So muss das gemacht werden. Ja! 3 Punkte. Sehr schönes Ding, ey. Ja, so muss das, ey. Richtig nice. Cool. Und es steht 7-4. Auch perfekt. Ah, ich... Aber gut, es sind noch 2 Innings. That's right. Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Nochmal Glück gehabt, ey. 8-4. Schade. Schade, schade, schade. Okay. So, meine Liebe. Du willst jetzt mit mir spielen. Strike one. Mal den Fogball jetzt rein. Nice eye. Oh, das war ein Ball? Nice eye, genau. Oh, den fängt er. Schöne Sache. Gut gemacht. Okay, machen wir einen Slider. War nicht so toll. Naja, muss man, kann man machen, ne? Muss man auch nicht. Das ist schwierig. Moment. Nein! Was? Lauf! Nein! Scheiße, 7-5. 8-5 meine ich, Entschuldigung. That's fair. Jetzt aber. Safe. Was? Der war doch nicht safe, jetzt mal ganz ehrlich, ey. Boah, jetzt holen wir aber nochmal. Jetzt wollen sie aber nochmal wissen. Ey.
2 aus. Jetzt steht's 8-6. Ja, komm, den holen wir uns. Ja. Sehr schön. Aus. Okay. Strike. Was ist das denn? Geil. Ah, neuer Pitcher. That's right. Leider nichts gebracht, ey, schade. Komm. That's fair. Oh, ja, klar. Und schon wieder vorbei. Okay, letztes Inning. Jetzt muss ich gut machen. Ein aus. Das ist jetzt spannend. Gewinne ich nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Warum bewegst du deinen Arsch ständig? Oh, 7-8. Nein. Okay, 2 Autos aus. Oh, das ist jetzt spannend. Hat er doch in Luft gefangen, ey. Nein! Das gibt's nicht! 8-8. Gott sei Dank. Okay, es steht 8-8. Das heißt, ich muss jetzt punkten sozusagen. Und jetzt eine Verlängerung. Vorball. Scheiße. Nein, schon wieder ein Vorball. Komm. Fuck off, ey. Komm, lauf um dein Leben. Nochmal Glück gehabt. Okay, du bist meine Hoffnung jetzt. Das war ein Ball. Strike! Nein. Strike! Fuck, jetzt kommt das nächste Inning. Das gibt's doch nicht. Fuck. Lauf. Is out. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Fair ball.
Double Play. Ihr Fotzen. So, jetzt komm, ey. It's a home run! Whee! 407 feet. Sehr schön. Und ich gewinne. Ja, geht doch. Das sind meine besten Spieler. Sehr schön. Okay. Ich habe gewonnen. Gut. Das war... Ich gehe mal zurück ins Menü. Bim. Das war Super Mega Baseball Extra Innings mit mir, Ingo Viva. Und wie gesagt, mal gucken. Es macht eigentlich Spaß, ja. Ob 7 Innings ist ein bisschen lang. Gut, halbe Stunde Folgen geht ja eigentlich noch. Aber wie gesagt, es kommt auch nur dann, wenn ich wirklich Lust habe. Das sind halt immer so Sachen. Ich experimentiere im Moment gerade so ein bisschen rum. Ja. Was für Spiele ich noch so machen könnte, um so ein bisschen Abwechslung auch noch mehr reinzubringen in den Kanal. Und das ist ein Spiel, das könnte rein theoretisch doch die Liste oder könnte mit passen. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, ja. Natürlich jetzt so 20 Euro gut fast für das Spiel ist halt echt teuer. Gar keine Frage, also boah, da muss man echt überlegen. Aber ich bin wie gesagt Baseball-Fan, also ich gucke mir gerne auch Baseball im Fernsehen, also halt online dann an. Und interessiere mich da so ein bisschen für, habe früher selber Baseball gespielt. Wie gesagt, ich habe auch schon ein Let's Play mal gemacht von anderem Baseballspiel, aber dann ein richtiges, ne? Nicht so ein Kinderspiel, sondern doch. Und hat echt Spaß gemacht, aber ist halt, wie gesagt, langwierig und es dauert alles und so. Aber hier, das ist so kurze Matches. Ich könnte natürlich die Innings einstellen, also die Runden auf 5, dann wird es sogar noch ein bisschen schneller gehen, ja, um das ein bisschen knackiger zu machen sozusagen. Muss ich mal schauen, ob ich es überhaupt mache. Wie gesagt, das war jetzt erstmal angespielt von dem Spiel. Ich kann es eigentlich nur sagen, es macht Spaß für zwischendurch, klar, aber das Geld, na, dann ist es halt nicht ganz so das Wert. Da muss halt, wie gesagt, wenn es jetzt, sagen wir mal, 9 Euro gekostet hätte oder 12 Euro, aber sagen wir mal, bis zu 15 Euro, hätte ich noch gesagt, okay, kann man sich holen. Aber 20 Euro, na, da muss man schon wirklich, wie gesagt, wie ich jetzt halt, ein kleiner Fan von Baseball auch sein. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Mega Baseball, Super Mega Baseball, Extra Innings. Und ja, dann sehen wir uns beim anderen angespielt dann wieder. Und dann sage ich noch einen schönen Tag. Tschüss.